Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem Vlog. Diesmal gleich hier live aus Mallorca. Ich drehe euch mal ganz kurz um und zeige euch meine wunderschöne View. Wunderschöne Bäume. Wir haben hier so eine richtig tolle Anlage. Das ist riesig, wirklich riesengroß. Wir gehen gleich hier, da ist das Restaurant, frühstücken. Da nehmen wir euch ein bisschen mit. Wir haben gestern ja hier schon einen Tag gehabt. Ein paar machen ein bisschen Ordnung. Ja, so schlimm ist jetzt nicht, finde ich. Also, unsere Klamotten sind schon ordentlich und so, aber naja, wir haben halt Kinder, die haben Snacks und so verteilt. Ben schaut eigentlich auch noch okay aus. Ja, Mülleimer ausleeren, einmal durchkehren. Ich glaube, das sind so Basic-Sachen, oder? So, auf dem Weg zum Frühstück. Wir sind schon vorm Restaurant. Mit den Kindern, mit den Kleinen, die gehen so langsam. Es ist immer so eine kleine Herausforderung. So you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage you've done. Cause I've been crying oceans for weeks, try to fight it, but I'm drowning alone. Und wow, was hast du dir heute Gutes geholt? Speck habe ich gar nicht gefunden. Kann ich auch ein Stück Speck haben? Mein Gott, immer mein Teller haben. Dann bist du so futterneidig. Dankeschön. Bist du auch Speck? Sie fragt sich, seit wann du so futterneidig bist, hat sie gesagt. Oh, ich habe vergessen, mir ein Brot zu holen. Nein. I love you. Danke, Baba. Das ist sowas wie Extrawurst, so wie Mortadella. Wir sind jetzt alle fertig angeschmiert. Und, also gegessen haben wir, angeschmiert haben wir uns. Und jetzt gehen wir zum Strand. Wir gehen heute das erste Mal so eine kleine Außentour, weil normalerweise gehen wir immer durch die Anlage. Das kann ich euch gerne auch mal zeigen. Aber da ist so viel los, da kommt man kaum durch. Und jetzt ist halt auch super sonnig. Gestern war es ein bisschen bewölkt. Dementsprechend sind dann noch mehr Leute. Und hier haben wir dann unseren Durchgang zum Strand runter. Hier sieht man auch ein bisschen den Pool und so. Papa hat uns zwei Pizzen geholt. Eine haben wir schon rasiert. Da, die hungrigen Fische. Das ist lecker, Bibi. Das musst du auch essen, den Rand. Lucy und Bella sind nicht bei uns, dass sie das essen. Die Hunde sind nicht da, das musst du, njam, njam. Nicht? Urlecker. Das Lamm ist ein bisschen scharf, aber... Magst du noch ein Pizza? Bitte, jedes Mal ein Streit, wer auf den Knopf drückt. Wir sind erst am Anfang des Urlaubs. Da hat noch jeder die Chance, 20 Mal auf diesen Knopf. Lass das hin, bitte. Das ist das Falsche. Hallo, wir gehen jetzt essen.
Weiß-Schwarz. Team. Familie Diamante. Team Redfresse. Viereckigen Fahrstuhl. Viereckigen? Und das ist jetzt ein runder. Dreieckigen Fahrstuhl. Bitte, Lara, sei leise. Ja. Zweiter Futter fassen. Wieder dort, wo wir gefrühstückt haben. Heute zeigen wir euch, was es zu Abendessen gibt. Lara, zeig mal. Oh, cooles Tier. Was für Mittag? Wir haben doch zu Mittag Pizza gegessen. Ach, Lara. Wir haben uns jetzt eine Rikscha ausgeborgt. Das ist ein Saphira, aber... Wie ein Saphira. Mit 7 Sitze. Ja. Also, oder? Die Lara und ich sitzen... Theater? Wegen im Renk. Da ist noch eine Handbremse. Da ist nichts zum Lösen. Wenn du anziehst... Da ist noch ein Schloss. Der Reifen so da ist noch ein Schloss, Patrick. Da ist noch ein Schloss. Oh, Vater, wie gedacht, dass du das aufgemacht hast. Die Luisa hat das gesehen. Ich hab ja, wer hat jetzt zuerst das Schloss gefunden? Nein, ich hab's als erstes gesehen. Okay, also die Kleinen sitzen da vorne. Da gibt's 3 Sitzplätze und da hinten 2. Die Lara und ich haben die coolsten Plätze. Ja, aber auch nicht die jetzt. Jemand muss lenken, ich kann nicht so. Pass auf, da kommt jemand. Ja, haben wir schon gesehen. Naja. So schaut das Gerät von vorne aus. Der Party holt uns ein Handtuch, weil das war ein bisschen nass. Luisa, pass auf, dass deine Schuhe geht das? Oh. Danke, Patrick. Da war nämlich Wasser drauf und es ist auf uns gefallen. Auf mir. Auf mir auch. Auf mir. Auf mir. Auf mir. Ich kann jetzt auch nicht rausholen. Ja, ist egal. Ich sitze dann drauf. Mit dem Auto? Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es im Mieter ist. Wenn wir den Schlüssel geben, gebe ich das auch noch. Ja, ich werde es ja wohl nicht mitnehmen, oder? So, okay. Leute, wir haben so einen schönen, also schöne Bucht oder ja, Bucht nicht, Strand gefunden. Wir sind hier kurz mit dieser komischen Rikscha herumgefahren. Komm, Baba! Ja, aber es ist so schön hier. Schaut euch das mal an. So beautiful. Oh, schön hier, oder? Hi, petite Gola. La Bourique. Ja, seht. Hier in Spanien oder Mallorca sind viele oben ohne Mädels. Und oben ohne Chicas. Chicas haben ohne nichts? Yes. Aber auch ältere Damen. Ältere Damen. Okay. Schön hier, so kann man uns ein Haus kaufen. Ja. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So ja. Das ist schön. Haben gestern Abend nicht mehr den Vlog beendet. So müde, schaut mich an. Gar nichts aufgewacht. Aber habe schon Zähne geputzt
Und wir machen uns gerade ready zum Frühstücken. Wir gehen wieder rüber frühstücken. Und ich wollte auf jeden Fall danke, meine Lieben, sagen fürs Zuschauen. Und heutiger Tag bleibt die Kamera daheim, also im Zimmer. Wir müssen die Kamera eben wieder aufladen. Aber sonst sehen wir uns dann die Tage wieder. Denn wir sind noch eine ganze Woche hier. Und ja.